Erstmal beklauen. Puppe kannst du dir sonst wohin stecken, Mädel. Kannst mit der kuscheln. Obwohl, die ist knuffig. Aber die Musik ist cool. Also der Soundtrack von dem Spiel ist echt geil. Gefällt mir. Ich hoffe nur, dass es da keinen Ärger gibt. Okay. Jetzt wird's aber. Also, ich hoffe, du bist nicht ganz so frech, Yuna. Ja, klar, natürlich. Ey, die geht mir auf den Sack. Die geht mir auf den Sack. Ich kann immer die Fresse halten. Alter, die geht mir so auf den Sack. Ach, Kiri, kannst du mal das Maul halten? Stark resistent, leicht resistent. Musik ist cool. Nee, beschwören brauche ich jetzt tatsächlich nicht. Das geht auch so. Na komm her.
Oh, Kiri, ernsthaft. Wunder was? Ach, Kiri. Oh mein Gott. Was ist jetzt aus dieser Alleskönnerin geworden? Ist abgehauen. Wann hast du es denn durch? Alter, wir haben erst vor paar Tagen. Wir haben erst neu angefangen. Größtenteils. Das ist wahrscheinlich riesig. Mann, Mann, das hättet ihr mir doch aber wirklich sagen können. Ist eine Weile. Wird noch eine Weile dauern. Warum denn, Blub? Hast du irgendein Spiel im Kopf? Was du zocken willst? Oder interessiert dich das Spiel nicht? Ich find's eigentlich ganz geil. So, da haben wir das doch schon mal. Das ist super. Wir sind hier noch ein paar Sachen entgegengekommen. Bleib mal kurz pinkeln. Nö, ich wollte einfach nur wissen, wie weit du bist. Ich habe keine Ahnung. Ich mache eigentlich, ich glaube, das ist wieder so ein riesiges Spiel, so ähnlich wie Horizon Zero Dawn oder so, weiß ich nicht. Aber es macht halt auch Spaß, so ein bisschen. Ganz kurz auf meiner Massagematte. Kann nur hoffen, dass ihr niemals Rückenprobleme kriegt. Hier wird man nie wieder los. So. Mal gucken, vielleicht koche ich mir nachher noch was. So, wo wollte ich denn hin? Hier lang. Da muss ich zurück. Ups. Entschuldigung, sollte ein Lied werden, aber ich kann nicht singen. So, wir können also ganz viel sammeln. Funkturm.
Alter Schwede. Das hat Aua gemacht. So, müssen wir den mal aktivieren. Erinnert mich so ein bisschen an die Langhälse von Zero Dawn. Jetzt haben sie das Layout geändert, damit es halt interessant bleibt. Also. Okay, das hätte jetzt nicht sein gemusst. Oh, da hinten ist aber was Großes. Ah, ne, das ist ja der, Kondor. Damit schaltet man Teile der... Nicht Teile der Map schaltet man damit frei, sondern interessante Orte. Naja. Ah, da ist noch ein Chocobo-Haus. Oh, da muss ich auf jeden Fall hin. Da muss ich auf jeden Fall hin. Na, Chatley, nichts zu sagen. Jetzt will ich erst mit diesem Vieh hier folgen. Au! Du Ratte! Oh, komm schon, wirklich. Ja, natürlich. Was mit den gelben Kanten erkenne ich doch irgendwie aus Horizon Zero Dawn. Also irgendwie weiß ich nicht. Die Overworld macht es irgendwie so ein bisschen kaputt. Die Stories und die Quests sind interessant. Warum schaltet sich der Fernseher gleich aus? Hier nach oben, ha? Na. So, finally Arin League of Mastery 7 bekommen. Finde sowas potte hässlich. Ja. Generell, Final Fantasy 7 ist eigentlich nicht so ein Open-World-Spiel. Wenn ihr das 7er spielen würdet, dann, oder gehabt, wenn wir das 7er gespielt hätten, dann wärt ihr nicht so enttäuscht von dem jetzt. Auch wenn es schön ist. Also storymäßig, das können sie. Charaktere können sie auch sehr gut erzählen, aber die machen nichts draus. Ich habe mir den Lebensstrom einmal genauer angesehen. Dabei konnte ich den Fundort eines Syn
Ah, das ist auch doof. Neue Fundstelle wurde entdeckt. Na super. So. Die Gruppe hat aufgelevelt. Wem habe ich denn Gift gegeben? Ah, Bio ist das. Okay. So, was wollen wir denn als nächstes? Hier wollte ich hin. Zum Chocobo-Haus, um noch ein paar Sachen zu holen. Ich glaube nicht, dass ich da hoch muss. War ich da nicht schon oben? Verstehe auch nicht, warum man Aloy lesbisch gemacht hat, um dieser Woke-Bubble macht. Ja, das ist sowieso, das ist immer. Das ist Quatsch. Das ist auch tatsächlich der Grund, warum ich Last of Us 2 nicht spiele. Weil Ellie ist auch eine Lesbe. Obwohl bei Ellie verstehe ich es noch, bei Aloy nicht. Oh nein. Die Mogris, das könnte was für die Juna sein. Diese ganzen kleinen schwebenden Fellmäuse. Ach du Scheiße. Oh, komm schon, wirklich. Wobei, müssen wir die jetzt dann noch rübertragen? So, Moglulu. So, wir müssen sie also in diese Wirbeldinger bringen. Oh, komm schon, wirklich. Wie der feiert. Das kleine Arschloch.
Hat er richtig abgedanced, dass er mich getroffen hat, dieser kleine Ficker. Ja, sehr gut. Nur damit ihr mir Scheißdreck verkauft. Oh Mann. Beim nächsten Mal trete ich die Viecher einfach ins Haus. Wenn ich groß bin, möchte ich zum Mond fliegen. Warum warten? So, oh, Rubin. Ein wunderschöner Dämon kann mit einem Schokobo gefunden werden. Ja, nee. Materia-Ohrring, Trefferpunkt-Boost. Kostet 6 Mokri-Metallen. Wir haben 15. Roten Kriegers. Ja, ich würde gern wissen, was das ist. Ehemaligen Hüter des Tals mit den Shreds Waffenpunkte. Eris. Nehme ich mit. Ja, die Bänder will ich gerne alle haben. Aber wir haben nur noch 3. Ja, wir haben ein paar Waffenpunkte bekommen. Oh wei. So, was haben wir denn für Aufträge? Ist alles abgeschlossen, das gefällt mir. Die Frage ist, will ich hier noch ein bisschen Map-Aufdeckung betreiben oder möchte ich tatsächlich mit der Hauptstory weitermachen? Speichern wir mal zur Not ab. Man weiß ja nie. Sag mal, ich hab doch gesagt, ihr sollt an Charles Seite bleiben. Sag das deinem Hund. Der ist einfach abgehauen. Kann rennen wie ein zweiter Stan. Und? Ging es meinem Sohn gut? Du wusstest doch, dass die beiden ein Kind erwarten. Oder? Erzählst uns hier irgendwas von einer Abfindung. Hättest doch gleich mit der Wahrheit rausrücken können. Wovon redest du? Wir sind hier fertig, oder? Danke für eure Hilfe. Das hast du gut gemacht, mein Kleiner. Guter Junge, komm her. Der Justin findet die toll. Aber es ist doch, ist dem Fido nichts passiert. Die salzige Seele. Priscilla ist wach zu mir. Die Feierlichkeit wunderschön. Gibt's noch was zu verschicken? Was war's? So, wo muss ich denn lang? Da runter. Priscillas Plan. Ah, da muss ich runter. Dahin, glaube ich. Oh, da seid ihr ja! Wir müssen hoch. Yuffie meinte, du kennst vielleicht einen Weg. Klar, ich helfe euch. Oh. Von da lässt sich alles steuern. Einer von uns muss das Schiff also runterlassen. Die anderen fahren dann damit hoch. Ein Aufzug quasi. Problem, wie kommen wir rauf zum Führerhäuschen? Hochspannung steht da. Mhm. Wer versucht darauf zu klettern, kriegt einen gewischt. Wie soll's dann gehen? Hier kommt Finny ins Spiel. Der kann
kann nämlich voll viel. Wisst ihr? Ach, richtig. Ich erzähle euch am besten mal, wie ich ihn getroffen habe. Also, ich bin im Meer geschwommen. Und da höre ich so ein süßes Piepen. Hab's eilig. Sorry. Oh. Es tut uns echt leid. Ja. Wenn wir fertig sind, kommen wir wieder. Dann kannst du uns alles in Ruhe erzählen, okay? Ach, die Aeris, die ist knuffig. Na, der Barrett ist zu fett. Die Mädels wollen sich nicht nass machen. Na gut. Oh wei. Kann ich nicht schneller? Okay. Lol. Linker Stick nach links und rechts und driften, okay. Halte dich am Delfin fest. Na super, super. Delfin reiten, geil. Oh, fuck. Oh, komm schon. Yo. What the fuck? Ich fand's übertrieben und unsinnig, aber ich finde, das hat was. Das merkt natürlich keiner, ne? Ich glaube, der Barrett kann jetzt schwimmen. Danke für alles, Priscilla. Passt.
Ja, ist es jetzt ein Hund oder ist es eine Katze? Na, oh, herrlich. Das mit dem Delfin war schön. Das Rennen war ein bisschen unsinnig, aber es war lustig. Einmal rauf, bitte. Nö, die lassen wir jetzt unten vergammeln. Obwohl das mit dem Delfin hätte mir bei der für die Tiefe auch ganz gut gefallen, um ehrlich zu sein. Warum hat er jetzt nach da geguckt? Das ist mal ein langes Rohr. Ich glaube, der Typ will irgendwas kompensieren hier. Das muss ein ganz hohes Tier sein. Die Kanone brauchst du. Auf jeden Fall. Das ist eine exakte Abbildung aus der Kanone in meiner Hose. Die beiden kenne ich doch, diese Wichser. Die haben ein schwarzes Miezekätzchen. Interessant. Ob das noch storyrelevant ist? Das ging ja schnell. Natürlich nicht bewacht, ne? Wie, ich kann nichts kaufen. Das ist schwach. So eine Dose abgestandenen Thunfisch. Das ist einfach... Ach, Barrett. Warum ist der da? Warum sind die da hinten? Ach so, weil die nicht mal im Team sind, stimmt ja. Nicht so stark bewacht wie erwartet. Kümmern sich wohl um die Parade. Sind denen anscheinend nicht mehr wichtig genug, wie? Was sehr viel besser für uns ist, nicht? Die Stadt ist riesig. Wird schwierig, die Schwarzkutten hier zu finden. Also hier sind sie nicht. Gehen wir runter. Zum Home Junons werde ich die Zeremonie zum Erfolg machen. Na dann, mach das mal. Hey Cloud, was ist das? Ich will mal was probieren. Wollen wir mal gucken, ob wir hier ein bisschen mehr Grafik raushauen können. Und eine Crew braucht es auch. Schade. Es ruckelt zwar, aber sieht geil aus. Uns lieber nach einem
Oh ne, das kannst du vergessen. Bei aller Liebe. Ich würde euch ja gerne... DLC und Bonusgegenstände. Stimmt, ich habe hier die Deluxe Edition. Die meistgesuchten Verbrecher, aber... können ja einfach rumrennen. Warum denn nicht? Warte mal, von hier oben kamen wir. Danke. Wir müssen noch das Treffen vom Direktor mit der Infanterie vorbereiten. Mir wird ganz flau im Magen, wenn ich daran denke, dass der Staatschef zu kommt. Tja, ab nach unten. Mädels. Was ist denn mit denen los? Gucken wir mal so getrübt nach unten. Anstelle die schöne Tetris-Musik im Aufzug zu hören. Den hat er im Final Fantasy 7 erschossen. Noch am Leben, ja? Eigentlich bin ich mausetot. Kommen wir gleich zum Punkt, Herr Direktor. Ich gehe davon aus, dass du die großen Pläne deines Vaters und unseres Gouverneurs weiterführen wirst. Das habe ich vor. Dann bin ich ja beruhigt. Immerhin haben wir einen Krieg anzuzetteln. Vergiss das nicht. Wie du weißt, ist die Stimmung zwischen Shinra und Wutai überaus angespannt. Beide Seiten wollen die Magnus-Materia. Darüber bin ich im Bilde. Doch die Zeiten haben sich geändert. Mein Vater ist nicht mehr. Und ich habe eine neue Vision. Immer noch der freche Bengel von damals, der stets seinen Kopf durchsetzen will. Sag bloß, du glaubst auch immer noch das Märchen vom verheißenen Land. Eine unerschöpfliche Gier. Ihr Shinras habt nichts als Marco im Kopf. Damit fällt dir das Todesurteil. Für unseren Planeten. Stürzt die Welt ins Chaos, hat der Planet die Chance, wieder aufzuleben. Der Planet will es so. Wir müssen ihn an den Rand der Zerstörung bringen. Da muss ich. Das Ganze war eure Idee. Also ziehen wir es auch durch. Spiel mir bloß nicht den Unschuldsengel. Gemeinsam sorgen wir für Gerechtigkeit. Okay, das ist jetzt sehr komisch. Fast hätte ich's vergessen.
Officer Roof. Meine herzlichsten Glückwünsche zur Ernennung zum Direktor. Shinra ist in guten Händen. Okay, jetzt bin ich leicht interessiert. Oh Mann. Da könnte ich den ganzen Tag drauf sitzen. Naja. So ist das. Aber ich brauche... Ich muss hier mal einen Mehrfachstecker reinstecken. So. Das hier raus, das hier rein. Kann ich nämlich auch mein... Headset laden. So, so. Macht das, ihr Gardisten. So, so. Junon ist eine Militärstadt mit einem Unterwasserreaktor. Sie dient vor allem der Abwehr von Angriffen übers Meer. Wenn es sein muss, kann sie sich in eine Festung verwandeln. Außerdem ist sie ein Drehkreuz für den Luft- und Wasserverkehr. Das macht sie für Shinra zur wichtigsten Stadt nach Midgar. Ach ja? Sag mal, kennst du vielleicht irgendwelche Restaurants oder Sehenswürdigkeiten? Damit kenne ich mich nicht aus. Verstehe. Mal wieder typisch. Eris, wir sind nicht zum Vergnügen hier. Sightseeing ist nicht. Das weiß ich doch. Ach, guck mal, dort. Alle Mann hergehört. Hier die 7. Infanterie Midgard werden uns die Ehrenauszeichnung des Direktors holen. Wir haben lange und ausdauernd an unserer Formation gearbeitet und werden unsere Stadt stolz machen. Jawohl! Gardisten, bis zur Parade habt ihr Freigang. Aber nutzt die Zeit auch, um die Formation nochmal zu üben. Okay. Es interessiert natürlich keinen, dass wir hier komplett ganz entspannt ohne Rüstung hier durchmarschieren. Mit einer Katze, deren Schwanz brennt. Einem Typen mit einem Maschinengewehrarm. Eine Dame in einem Kleid und die Dame im Minirock mit zwei schlagfertigen Argumenten. Aber klar doch. Und sich beim Direktor einschleimen. Ich habe bisher ja nichts gesagt, aber es muss aus. Was denn? Rufus läuft direkt vor unserer Nase rum. Das können wir doch unmöglich ignorieren, oder? Ihn ja nicht gleich abmurksen, aber ein paar Takte sagen und ihn dabei ein wenig verklappen. Ich stimme halb zu. Haben die Turks nicht behauptet, man würde uns nicht mehr verfolgen? Aber trotzdem ist der Typ auf dem Motorrad aufgetaucht. Die sollen sich mal entscheiden. Ganz deiner Meinung. Nur, ob wir so einfach an den Direktor rankommen? Verkleidet als Gardisten. Es gibt einen Weg. Hä? Oh, wei. Ja, genau. Bei der Zeremonie wimmelt es nur so von Wachen. Gegen die alle haben selbst wir keine Chance. Wir geben uns als Gardisten aus und infiltrieren die Parade. Dadurch kommen wir unbemerkt in Rufus Nähe. Im Ernst? Na klar. Super Idee, Cloud. Gar nicht schlecht. Barrett und Red, checkt die Position der Wachen und findet einen Weg zum Hafen. Und sucht auch nach den Schwarzkunden. Wieso wir? Ihr passt in keine Gardistenuniform.
Tja, Fettsack. Klingt vernünftig. Schnauze. Bis später. Als wenn Tifa wissen würde, dass ihre Oberweite der Türöffner ist. Wir kommen mit. Oh, schade. Halt! Ab hier 3 Schritte Abstand, bitte. Oh, verdammt. Ah. Kann ich ja nicht? Schade. Ist lange her. Das sind aber keine 3 Schritte mehr. Oh wei, das kann ja was werden. Hände hoch. Und? Und? Bin überzeugt. Oh wei. Ihr könntet mich auch gerne mal verhaften, Mädels. Gar nicht bei der Übung vorhin. Wollt ihr mir etwa sagen, dass ihr verschlafen habt? Bitte um Verzeihung. Bitte um Verzeihung. Ist das etwa alles? Bitte um Verzeihung? Habt ihr eigentlich den Hauch einer Ahnung, wie wichtig diese Parade ist? Bewegt eure Hinter da rein. Und wehe, die Oberkommandantin ist nicht zufrieden. Ich schwöre euch, ein falscher Schritt und ich mach Behemoth-Futter aus euch. Was ist denn das für ein Arschloch? Behemoth, oh wei. Was jetzt? Die Routine kenne ich auswendig. Macht mir alles nach. Oh wei, oh wei, oh wei. Euch eurer Sache ja sehr sicher sein. Finden wir es raus. Kommt, zeigt doch mal, was ihr könnt. Oh wei. Aber ich warne euch. Ein falscher Schritt und ich stopf dem nächstbesten Morbol das Maul mit euch. Kapiert? Oh wei. Ach du Scheiße.
Fuck. War ich zu schnell? Fuck. Ja, auf jeden Fall. Also typisch militärische Sprüche. Fuck. Oh wei. Das ist cool. Also hat was. Hat was. Es erinnert mich so ein bisschen daran beim Original 7er. Deswegen wollte ich eigentlich das mal mit euch weiterspielen. Da machen wir auch so eine ähnliche Sache. Aber nicht mit einer Parade, sondern da müssen wir an irgendeinen Bordelltypen ran. Und die Tifa und die Aeris verkleiden sich dann als hübsche Brautjungfern. Und der Cloud auch. Und der Typ merkt es dann und steht halt dann halt eher auf den Cloud und macht dann, versucht mit dem rumzumachen und kriegt dann halt von allen auf die Fresse. Formvollendete Bewegungen und Körperspannung. Das ist Perfektion. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Dürfte ich vorschlagen, ihn an die Spitze unseres Zugs zu stellen? Ach du Scheiße. Meinen Glückwunsch. Mit sofortiger Wirkung ernenne ich dich zum Kommandanten der 7. Infanterie. Du wirst ganz vorn stehen. Die gesamte Kompanie soll sich ein Beispiel an dir nehmen. Ach du Scheiße. Eine ehrenvolle Aufgabe, die große Verantwortung mit sich bringt. Der Sieg hängt von dir ab. Und jetzt verkacken wir es. Oh wei. Ach du Scheiße, wir sind eigentlich die Feinde. Gut. Bevor die Parade beginnt, müsst ihr noch die Gardisten der Kompanie zusammensuchen. Also, die Einheiten sind in der Stadt verstreut. Und ihr müsst mindestens 5 von ihnen finden. Ach du Scheiße. Ihr wisst, jeder Gardist trägt das Abzeichen seiner Kompanie am Arm. Sind alle beisammen? Begebt euch auf direktem Weg zum Paradeplatz. Und keine weiteren Verspätungen mehr. Ist das klar? Dann weggetreten. Okay. Als Kommandant der Parade ist es deine Aufgabe, die Stadt verstreuen. Sobald du die nötigen 5 Einheiten, kannst du mit L2 die Formation ändern. Das interessiert mich nicht. Ich will einfach nur die Scheiße vor mir. Ich will einfach nur den Müll hinter mich bringen. Ach Mädels, kommt mit. Wir haben noch Zeit für einen Dreier.
Oh, bei Einheiten suchen, na super. Hast du die Herzen in ihren Augen gesehen? Ich hab mir gedacht, nach meiner Schicht kann ich bei der Blonden ein wenig, Dann wollen wir unsere Leute mal einberufen. Genau. Die 7. Infanterie Midgards. Die mit dem Abzeichen hier, richtig? Kommt. Ich denke mal, ich werde nach der Parade ein paar Überstunden mit der machen können. Kann man mal mitnehmen. Das waren aber mehr als nur einer. Na gut. Das ist wahrscheinlich jetzt einfach nur dadurch, dass wir halt mal hier die Stadt sehen. Ach ja, Militärorganisation. Wir sind stets bereit. Stets bereit. Ist die Regierung des Shinra auf dem Flughafen von Junon gelandet. Oh wei. Das ist eine riesige Halle. Weird. Und? Seid ihr bereit? Oh, das nenne ich Timing. Dürfte ich Sie wohl bitten, ein Foto zu schießen? Einfach draufdrücken. Vielen Dank. Wahnsinn! An dem Foto stimmt einfach alles. Das rahme ich mir ein. Oh, wei. Die laufen, als hätten sie im Stock so tief in ihrem Arsch, dass sie da mit dem im Hypothalamus rumeiern. Oh, komm schon, wirklich. Sagt mal, ist das da Barrett? Ach du Scheiße. Die verarschen den jetzt. Ach, ihr seid das. Erschreckt mich doch nicht so. Hey, Barrett. Hm? Ahoi. Das habe ich nicht gehasst. Macht doch nur Spaß. Ich habe meinen Weg zum Hafen gefunden. Und bei euch... als gedacht. Fehlt nur noch die Auszeichnung. Gar nicht mal schlecht. Dann wünsch uns Glück. Oh wei. herrlich. Ach so, ich bin jetzt deren Anführer. So. Ich würde gerne wissen, wo der Red ist. Ich drück euch die Daumen.
Ist das ein geflügelter Hund? Oh, wei. Sehr verdächtig. Oh, wei. Extra Waffe glatzen. Oh, okay, das finde ich lustig. Das machen wir auch mal, Juna, oder? Das hört sich falsch an. Wir rasieren uns eine Glatze und sagen, es dürfen nur die nur Glatzen dürfen trinken. Oh mein Gott. Ach so, die folgen mir ja jetzt. Oh, meine Güte, ich muss auch die ganze Scheiße lappen. Das ist nervig, die 10 Gardisten zu suchen. Jungs. Wenn dieser Einsatz hier vorbei ist, werde ich zur Spezialeinheit, die Avalanche stinkfest machen soll, versetzt. Oh nein! Doch, ich weiß allerdings noch nicht genau, wohin ich entsendet werde. Meine armen Haare. Na dann, müssen wir die Zeit hier zusammen noch mal maximal auskosten. Was ist? Siehst du nicht, dass wir gerade beschäftigt sind? Sein Helm! Oh, ich bitte vielmals um Verzeihung, Kommandant. Genug gefaulenzt. Raus, sofort. Jawohl! Das wär, glaube ich, eher eine Bar für Juna. So, die habe ich jetzt erstmal schön brav in mein Zimmer beordert, die 4 Mädels. Oh, nicht schlecht. Hat was, der weiße Hut. So. Ich kann wissen, wo diese ganze Scheiße ist. Sie wollen doch. Oh ne, ernsthaft. Kann es sein, dass du keine Glatze hast? Ja, der kennt uns ja. Der weiß ja, wie wir aussehen. Der hätten wir jetzt den Helm nicht abnehmen können. Oh, diese...
Ich hab doch genug. Ey, wie schwul ist das denn, ey? Jetzt weiß ich, warum sich die Leute bei der Kritik um diese Quest, warum die Leute gesagt haben, what the fuck soll das? Das muss nicht sein. Junon ist ein... Was denn? Du willst uns doch nicht etwa den limitierten Bausatz wegschnappen? Alter, guck dir seinen Helm an! Kommandant, ich bin unrüstlich! Genug gefaulenzt. Raus, sofort! Verstanden! Alter Schwede, das ist eine Kanone hier. Aber ganz sauber, wie Spaß haben wir hier. Die Waffen aus Junon sind erste Sahne. Ja, genau wie meine. Entschuldigung. Heute werden sicher auch eine Menge Menschen aus Midgard zusehen. Für sie müssen wir uns extra ins Zeug legen. Was gibt's denn? Ich bin hier nebenbei am Monster Hunter spielen und hab deine Lache gehört. Hab so ein Lachflash bekommen, dass ich mich das so abgelenkt hat und mich das Monster mies hops genommen hat. Danke, ne? Wie die immer eigentlich laufen. Das mit dem Glatzköpfen war einfach zu herrlich. So wie auf Samtpfoten, so als hätte sie gerade Scheiße gebaut. Präzise Abwehr. Meister der Gegenstände. Brauche ich nicht. Ich will gern Waffen und so ein Kram haben. Ausverkauft. Ach so, ja, habe ich ja alles. Herr Kommandant, ich schwinge mein Fähnchen für Sie. Ach du Scheiße. Bitte noch mehr Eier, bitte noch. Muss fester drücken, ja, beim Kacken. So. Oh, es ist doch so nervig, ey. Warte mal, hier oben war ich, ne? Hier war ich auch schon. Naja. Hä, 6 von 10? Die ist aber auf einmal freundlich. Oh, wei. Mal kurz Pipi machen.